Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Gag-Alterle. Wir sind zu Hause, Leute. Ich war einkaufen. Ich habe den Minenlaser, die Erweiterung, endlich eingebaut. Die hat uns ja gefehlt nach dem Toolwechsel. Als ich dann runtergeflogen bin von der Raumstation, kam so ein ganz kleiner Piratenkampf. War nichts Besonderes. Wir haben schon schwerere erlebt. Die wiederum waren aber vom Waffenmeister. Das heißt, wir geben jetzt hier kurz die Quest ab und dann kümmern wir uns um die Sonnenrebe. Und dann habe ich heute vor, die Biokuppel zu probieren. Ich habe schon ein, zwei Handgriffe gemacht. Es klappt nicht so, wie ich will. Ich zeige euch kurz mein Problem. Falls von euch jemand schon an derselben Stelle war und eine Lösung hat, dann gerne in die Kommentare rein. Ich versuche jetzt drumherum zu bauen, weil das, was ich jetzt gleich zeigen werde, das gefällt mir halt nicht, ne? So, pass auf. Das große Ding will ich auch noch aufbauen heute. Die große Raffinerie. Müssen wir mal schauen. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt der Kollege von uns will. Wir bestätigen natürlich den Abschuss. War nicht wirklich schwer. Also, wir hatten schon kniffligere Kämpfe. Er freut sich, jung zu sein. Okay, er freut sich wirklich. Also der schickt uns aber auch hier in die Hölle, ne? Eindringling, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Einige Piraten scheinen vor deinem Zorn geflohen zu sein. Aber das zögert nur ihr gerechtes Ende hinaus. Jage sie, quetsche potenzielle Waffentechnologien aus ihnen heraus und schicke sie in den großen Abgrund. Also da haben wir wirklich einen kleinen Fanatiker hier in der Base, Leute. Zweifellos im Jagdfieber. Okay, er ist im Jagdfieber. Was gibt's als nächstes? Der Waffenmeister möchte, dass ich einen der entkommenen Piraten finde und seine Technologie nehme. Ja, ist doch ein schöner Auftrag für zwischendrin. Nehmen wir natürlich an. Dankeschön. Die Sonnenrebe, Leute. Und jetzt pass auf, ich habe das nämlich auch mal getestet. Das wurde mir im Vorfeld mitgeteilt. Ich kann hier tatsächlich, wenn ich auf X gehe, auf meine Lagerbehälter gehen, ne? Jetzt habe ich das kapiert. Vielen Dank an der Stelle für den Hinweis und für den Tipp. Das macht mir das Leben hier sehr, sehr viel leichter. Und jetzt kann ich das Solanium nämlich praktisch hier rübernehmen und kann oben die Rebe anbauen gehen. Wir hatten doch oben. Gehen wir mal kurz hoch, Leute. Wir gehen mal ganz kurz nach oben. Das ist der nächste Schritt. Dann haben wir nämlich da auch beim Farmer wieder die nächste Quest am Laufen. Den Aufseher gucke ich gar nicht an. Der ist nämlich genauso Fanatik. Mit dem rede ich später. Was sind das hier? Vermisster Pirat, 14 Minuten. Ah, alles klar, also da könnte man direkt hinsausen. Oh, wir können ernten, Leute. Einmal Kobrit. 25 Stück vermutlich. Jessle und Frostwurz. Schöne Geschichte, da freue ich mich sehr. Einmal komplettes Glas. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir hier natürlich nachlegen, denke ich mal. Und deswegen will ich diese Kuppel ja unbedingt bauen, weil ihr gesagt habt, die funktioniert dann auch ohne Material. Und das wäre mal schon arg recht. So, das darf gerne nachwachsen. Und das hier würde ich tatsächlich abbauen, um die Sonnenrebe hinzupflanzen. Genau. Spieleinobjekte. Dann lauf mal ein Mäderle weiter hintere. Nochmal Alterle. Sehr schön. Das hat schon mal geklappt. Wir gehen weiter. Wir müssen hier rein. Nee, wir müssen hier rein. Nochmal hoch. Sonnenrebe. Haben wir denn die Mats jetzt alle? Phosphor. Für die Sonnenrebe habe ich schon mal Phosphor geholt, Leute. So, pass auf, die hauen wir jetzt hier rein, die Gude. Was schön wird es. Die leuchtet ja nachts richtig. Oh, ist das ein Stumpen? Die braucht aber bestimmt auch irgendwie Material jetzt hier, ne? Ja, ist klar. Okay, Leute, jetzt müssen wir es ja noch ernten. Dann haben wir die Quest auch fertig. Und wir gehen jetzt rüber. Wir gehen jetzt rüber in den neuen Trakt, mehr oder weniger, und probieren mal die Kuppel hinzubauen. Weil freigeschalten haben wir sie schon. Material dafür habe ich auch besorgt. Aber ich zeige es euch als erstes, was mir nicht so gefällt. Passe mal auf. Passe mal auf. Passe mal auf. Ist schon wieder dunkel. In letzter Zeit ist bei mir ständig dunkel. Bin immer froh um die Taschenlampe, ne? So, lieber kleiner Gag. Ich würde sagen, kannst du eigentlich hier irgendwo durchschlüpfen? Jo, kann er. Er ist cool. Ach, die sind alle schon da, Leute. Die sind ja alle schon da. Oh ja, richtig hier, das wollte ich auch machen. Wurde auch schon vor längerem mal gefragt, bau doch mal endlich die Fahne auf, Alterle. Machen wir jetzt. Falls jemand von euch durch Zufälle oder wie auch immer geartet genauso vorbeikommt hier wie der Kollege Matt, danke nochmal an der Stelle, schöner Moment gewesen. Damit wir uns hier nicht irgendwas verbauen, setze ich hier mal eine Fahne und um die Fahne herum können wir gerne solche Hinweisbojen und so aufgestellt lassen. Also ich finde es schön, wie gesagt, wenn da mal einer zufällig vorbeikommt. Jetzt kommt die Fahne. Pass mal auf, wo ist die denn? Hier. Hier? Ja. Ah. Oh, kann ich das? Kann ich die Fahne hier auf so einen Sockel stellen? Oh, das wäre natürlich cool. Jo, geht. Ja, geht. Jetzt pass mal auf, ich will allerdings eine andere Farbe wählen. Kann ich das? Was nehmen wir denn für die Fahne, Leute? Was nehmen wir für die Fahne? Die Symbole sind offensichtlich innen drin weiß. Dann nehmen wir was Weißes mit einem dunklen Rand, würde ich sagen. Ich gucke mal um. Jo, vielleicht hier das Weinrot, das haben wir nämlich vorne auch.
So, geile Geschichte. Also um die Fahne rum, gerne solche Bojen da, wenn jemand vorbeikommt. Warum nicht einen Hinweis hinterlassen? Leute, die Symbolik der Fahne, kann ich die ändern? Habe ich da Einfluss drauf oder ist die vorgegeben? Wir haben eine Fahne auf dem Sockel. Coole Geschichte, das wird immer schöner bei uns. Jetzt pass auf, ich zeige euch meine Misere, Leute. Vielleicht hat ja jemand von euch im Zyklus seiner Bautätigkeiten schon eine Lösung für sowas gefunden. Mir persönlich, ja, ich finde es sogar fast ein bisschen schade und traurig, dass es nicht geht. Ich hätte nämlich gerne die Biokuppeln hier hingebaut. Auf die Ebenen, 3 Stück waren der Plan. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was passiert, wenn ich das mache. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, diejenigen, die es nicht wissen, die können es jetzt gleich miterleben. Ich baue hier eine der Biokuppeln hin. Oh, ich habe nicht genug Glas, Leute. Kurzer Moment. Und das habe ich ja jetzt gelernt hier, ne? Ich drücke hier X und kann jetzt mein komplettes Zeug hier rüberschleifen. Einmal hier drauf, einmal hier drauf. Kann ich jetzt hier mehrere herstellen? Es funktioniert halt, es funktioniert halt. Wieso mache ich das jetzt gerade? Weil ich 3 Bierkuppeln wollte. Genau. Ich erinnere mich. So, meine Lieben. Habe ich euch zugeschaltet? Wir sind im Wochenende. Wir machen es natürlich gemütlich, aber das machen wir auch unter der Woche, gell? Da lassen wir uns natürlich hier nicht aufhalten. Die Gemütlichkeit geht vor. Guck mal, Leute. Ich habe mir jetzt gedacht, ich baue jetzt hier so 3 Bierkuppeln hin, dass sie einigermaßen mittig sind. Bin ich von hier aus losgegangen und habe gedacht, komm, ich setze die hin. Und ihr seht jetzt schon innen drin in der Kuppel das Weiße. Das ist die Struktur von den Holzpaneelen, die durchschimmert. Es gibt keine Möglichkeit, es so zu setzen, dass nichts durchschimmert. Ich setze die jetzt einfach mal so, wie ich sie eigentlich setzen wollte. Nämlich, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wäre hier die Mitte gewesen. Da habe ich gedacht, komm, hier setzen wir eine Kuppel hin. Bauen nicht möglich. Ungültige Position. Vorhin ging es halt. Ach, genau auf die Mitte geht nicht. So, wie auch immer. Hier ist die Biokuppel. Und jetzt guck mal schon mal rein. Ihr seht schon, da ist Holz drin. Ja, und das ist, glaube ich, auch nicht so im Sinne des Erfinders. Wie kriege ich das hin, dass die Biokuppel sauber auf den Holzpaneelen sitzt? Geht es? Ja oder nein? Da gerne ein Hinweis von einem der Bauprofis von euch. Ansonsten, ich gehe jetzt natürlich her und zeige euch kurz, wie es von innen aussieht. Wir müssen uns eine Tür setzen. So, ja, jetzt gehen wir kurz rein. Dann sind wir in dem Raum drin und hier kannst du normalerweise, glaube ich, 16 Blumen pflanzen. Frei, also ohne dass ich da tatsächlich Materialien brauche, das wäre halt schon eine Geschichte gewesen. Aber so wie es jetzt aussieht, gefällt es mir nicht. Und ich glaube, er lässt mich auch gar keine Blumen hier bauen. Ich muss hier rein. Landwirtschaft. Nehmen wir irgendeine. Siehst du? Also es snappt hier. Aber bauen nicht möglich. Ja? Es snappt wunderschön, aber er lässt mich nicht bauen. Und ich glaube, das liegt hier ran. Also, diese Variante, Leute, können wir so nicht nehmen. Ich habe jetzt auch versucht, im Nachgang hier ein Fundament drunter zu bauen. Kann ich auch nochmal kurz zeigen, dass das auch nicht möglich war. Habe ich gedacht, komm, Fundament, ungültige Position. Ich habe jetzt nur eine Lösung. Also hier wäre man natürlich jetzt dann freiwillig irgendwie, freiwillig sage ich schon, freie Gehege aufbauen. Ich will aber trotzdem, wenn ich von hier angeschlappt komme, ja, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob man das sieht. Wenn ich hier angeschlappt komme oder auch vorne, hätte ich halt schon gern links und rechts so eine Biokuppel gehabt oder vorne dran irgendwie. Weißt du? Und das probieren wir jetzt mal, ob wir das gelöst kriegen. Pass mal auf. Ich hoffe, dass ich mit dem Alterle genug Power habe, da hochzukommen. Ah, knappe Geschichte. Dann lauf mal halt, Digga. Kommt, bevor ich dich töte. Also, die Problematik habt ihr verstanden. Es geht irgendwie nicht. Möglicherweise funktioniert es mit Betonfundamentplatten. Das weiß ich nicht. Aber mit Holz sieht es halt einfach scheiße aus. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir nur eine Möglichkeit. Ich baue sie. Ich kann da natürlich jetzt ein Fundament auf den Boden setzen, die Biokuppel drauf und alles funktioniert reibungslos. Jetzt habe ich mich aber dran gewöhnt. Auf der Höhe das gerne, hätte ich das gerne, weißt du? Ich zähle mal ganz kurz hier die Fundamente ab. 1, 2, 3. Okay, hier, das ist blöd zu zählen. Ich habe schon gelernt, wenn ich weiter wegstehe, geht es besser. Pass auf. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich zähle mal zurück. 3, 6, 9, 11. Gut, hier ist die Mitte und die Mitte ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Ich baue das jetzt hier wieder ab, Leute, dass wir nicht durcheinander kommen. Gezeigt habe ich es ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder versteht, warum ich hier jetzt mich so. Was ist denn da oben noch? Könnte natürlich von der Ding sein. Jetzt habe ich mir überlegt, ich baue sie außerhalb, aber wie kriege ich das hin, dass wir die ins Freie stellen mit schönen Stützfundamenten. Das muss ich jetzt gucken, ob das überhaupt geht. Das weiß ich noch nicht, Leute. Ich würde dafür gerne einen Korridor mit Glasdach nehmen. Und jetzt bin ich gespannt. Der will hier auch nicht gesetzt werden, siehst du? Der lässt mich den hier auch nicht setzen. Das verstehe ich schon wieder nicht. Materialien hätte ich, ne?
Bau nicht möglich, ungünstige Position. Dann muss ich vielleicht tatsächlich anfangen, einen Raum erst zu setzen, den ich dann wieder abbaue. Dafür gehe ich jetzt aber wieder hoch, damit ich was sehe. Also es wird eine knifflige Runde heute. Ich weiß nicht, ob wir noch zu was anderem kommen werden, aber das möchte ich jetzt halt einfach tatsächlich auch probieren. Denn bauen ist für mich mit das Wichtigste, was man hier machen kann. Und ich freue mich unheimlich, dass es hier so gut gelöst ist. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich es ganz an den Rand setze, habe ich praktisch eine Überlappung von einem halben Element. Das heißt, gehen wir weiter runter. Offensichtlich ist das Weiteste, dass ich raus darf. So. Ich setze das jetzt mal so hin, Leute. So, pass auf. Jetzt kommt's. Wir haben kein reines Ferrit mehr. Es liegt nämlich daran, dass wir es wahrscheinlich nicht eingelagert haben. Mit X. Guck mal, ob du noch reines Ferrit hast, Alterle. Sollten wir noch haben. Ferrit, reines Ferrit. Ja, Alterle, Tausender mal geschwind. Nehmen wir mal 250 mit. Die anderen hat er jetzt hoffentlich nicht weggeschmissen. So, pass auf. Das heißt, ich könnte hier mir vorstellen, dass der nächste Raum. Probieren wir mal, ob die Biokuppel ransnappen würde, ne? Ransnappen ist nicht. Obendrauf könnte ich sie setzen, was auch ziemlich cool aussieht. Nee, also ransnappen ist nicht, aber das hier kann ich machen. Und das kann ich machen. Und jetzt kommt's. Wenn jetzt hier das Fundament drauf geht, Leute. Wenn das jetzt gehen wird. Ja! Es geht, Leute! Es geht! Das ist doch geil! Und jetzt muss ich einfach nur noch den Raum hier wegnehmen. Und hier nochmal einen Glaskorridor hinsetzen. Oh, das freut mich. Ich habe nur, wie gesagt, hier probiert und das Grüne gesehen und das ist mal so eingefallen. Und dachte ich, das probiere ich mal mit euch zusammen, ob das hinhaut. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Glas, aber wir können ja auch ernten. Coole Geschichte. Guck mal, guck mal. Guck mal, Leute. Ah, es ist geil. Und jetzt hier einfach eine Tür rein. Oh, ist das schön hier. Schade ist trotzdem, dass die Version nicht geht. So, und jetzt komme ich noch ins Räumle, ne? Ist das geil? Ist das gut? Und hier kann ich jetzt auch anpflanzen, ne? Oh, das probieren wir. Wir setzen einfach mal irgendwas. Ja, wir machen mal eins mit Frost voll. Ne? Glas können wir wirklich nicht genug haben, glaube ich. So, Leute. Oh, da habe ich mich jetzt gefreut, dass das klappt. Schöne Geschichte. Hier rein. Ist da Wahnsinn, was. Was heißt ungültiges Biom? Ah, nee, oder? Ich muss hier tatsächlich dann auch den Ra muss ich dann hier drin auch die Dinger reinsetzen, Leute? Das wusste ich jetzt nicht. Muss ich die hier? Nö, bauen nicht möglich. Snappt doch auch gar. Doch irgendwo hat er jetzt hier gesnappt. Leute. Was muss ich denn jetzt hier machen, dass die Biokuppel das tut, was ich gerne hätte? Weil wenn ich jetzt hier die Frostblume, weil es falsche Biom ist. Bau nicht möglich. Ungültige Position. Ungültige Position. Ich dachte, die snappen hier so cool. Das sind doch, der zeigt sich aber die Position auch an, ne? Guck mal hier. Ungültige Position. Leute, da brauche ich einen Hinweis. Da brauche ich jetzt echt einen Hinweis. Vielleicht kann ich das gar nicht so machen, wie ich es will. Oh, da geht die Freude schon wieder flöten. Ich fand es nämlich total gut, dass ich jetzt hier auf die Kuppel. Wow, ist das krass. Ich muss noch mal ganz kurz nachlesen. Steht das nicht irgendwo hier auch mit drin, Leute? Bei Anleitungen? Rohstoffe, hergestellte Produkte? Nee, wahrscheinlich nicht. Entdeckungen auch nicht. Milestones bestimmt auch nicht. Bei den Protokollen auch nicht. Wenn dann hier, ne? Navigation, Handel, Kampf, neue Funktionen, Rohstoffe, Polyglot. Ist die hier mit drin, die Biokuppel? Ist die hier mit drin? Sollte die hier? Das sind die Glyphen. Wenn, dann musst du so rüberschalten. Ne, muss ich es tatsächlich so machen? Da war Glas. Hier ist sie, da ist sie. Ein hübscher Raum mit Kuppel, der sich perfekt für die Kultivierung verschiedener Pflanzen eignet. Okay, also, was ich nicht verstehe, ist, dass er offensichtlich ja die Positionen der Pflanzen anzeigt. Vielleicht kann ich den nicht in der Luft bauen. Ne? Ihr seht ja hier die roten Pfeile. Aber bauen nicht möglich, ungültige Position. Schade.
Und was kann ich noch machen? Drehen mit T? Nee. Materialfarbe? Nee. Schade, Leute. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Vielleicht muss hier auch noch irgendwas reingebaut werden erst. Das weiß ich nicht. Die Pflanzen gehen jedenfalls nicht. Ich gehe nochmal in Landwirtschaft. Ich gehe nochmal alles durch halt. Ne, Landwirtschaft ist klar. Hier sind die Behälter. Dann haben wir hier die kleinen Behälter. Was sind das hier? Flora-Behälter. Den könnte ich jetzt hier hinsetzen wahrscheinlich. Jo, das geht. Ist ja aber nicht im Sinne des Erfinders, dass der Flora-Behälter hier drin ist. Irgendwas stimmt nicht, Leute. Ich weiß nur leider nicht was. Da verlasse ich mich jetzt mal drauf, dass der ein oder andere Farmkollege von euch Bescheid weiß. Muss ich hier eine Tür reinbauen? Wäre irgendwie unnötig, oder? Obwohl, du weißt es nicht, wie das Spiel tickt. Wir probieren es mal. Nee, ich kann nach draußen eine Tür bauen. Ey, das kann natürlich jetzt... Pass mal auf, jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich ein Oberwitz. Hup, jetzt ist nämlich die Kuppel zu. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn das jetzt geht, dann weiß ich schon mal, dass ich Scheiße gebaut habe. Brauchen wir eventuell einen anderen Aufgang, ne? Pass auf, wo waren das jetzt wieder? Wir müssen nochmal eins zurück. Wir müssen hier drauf. Hier drauf. Nee, ungültige Position, sagt er mir. Da bin ich vielleicht auch einfach nur zu doof, um schon wieder zu kopieren, um was es hier gerade geht, ne? Schade, Leute, schade. Aber ich warte erstmal ab. Ich warte erstmal ab. Wir machen jetzt nicht länger rum. Jetzt haben wir das probiert. Ich meine, ich bin schon weitergekommen, als ich es gedacht habe. Ne, ich kann tatsächlich von meinem Räumle hier raus. Ich kann darüber. Und wenn das funktioniert, dass ich da drin was pflanzen kann, dann würde ich sogar sagen, ich baue hier noch zwei, drei von den Dingern hin. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Was können wir ja mal... Wir können es mal abkürzen, Leute. Dann weiß ich, ob es dann geht. Es lässt mir jetzt keine Ruhe. Ihr merkt es schon, ne? Ich baue jetzt hier einfach mal einen Biokuppelraum ins Freie. Den bauen wir gleich wieder ab. Ich nehme eine Tür. So, und ich fliege jetzt hier mal rein. Kann das sein, dass ich den dann irgendwas anschließen muss noch? So. Ich gehe jetzt auch ganz rein, dass die Tür zugeht. Wegen der Atmosphäre und so. Du weißt es ja doch nicht. So, Leute. Ich habe aber das befürchtet, dass das jetzt gehen wird. Jo. Gut, da klitscht jetzt das Wasser durch. Also das funktioniert. Hier unten funktioniert es. Oben funktioniert es leider nicht. Jetzt habe ich schon wieder eine Idee. Sollen wir die auch noch gleich probieren? Pass mal auf. Ich werde jetzt die wieder wegmachen. Ich werde die Tür wegmachen. Ich werde den Raum wegmachen. Na, Spieler in Position. Scheiße. Scheiße, jetzt muss ich erst wieder raus. Wieso geht es da oben dann nicht? Das ärgert mich. Braucht der Bioraum unten drunter Erde oder so? Ah, das hätte ich nicht bedacht. Schade. Aber es gibt Schlimmeres. Wir sind noch nicht fertig mit unseren Tipps und Tricks. Wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Pass auf. Alter, das brauche ich. Nee, das. Mach das weg. So. F. F. Nur durch die Basis abbauen. Hier drin funktioniert es nicht. Und das verstehe ich nicht. Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier... Wir haben noch ein Fundament drunter, ne? Ich kann natürlich jetzt auch das Fundament wegnehmen, aber... Ob das dann noch das tut, was es soll, probieren wir es. So, und wenn ich jetzt hier praktisch unter die Biokuppel tatsächlich so eine Räume hinbaue. Fehlende Komponente. Jetzt probieren wir es mal geschwind. Reicht mir die Power nicht, ne? Doch, reicht. Einfach mal gucken, ob der Raum es verbessern würde, das Bauverhalten hier oben drauf. Man müsste ja eigentlich funktionieren, Leute, oder? So, aber wie gesagt, ich mache jetzt hier nicht noch länger rum, mehr als die Folge probiert, technisch in die Richtung mache ich nicht. Da warte ich mal. Ja, Leute, das geht schon mal. Dann mache ich halt einen Raum drunter. Die Frage ist nur, warum es mit dem Raum geht und mit dem Fundi nicht, ne? Gott, jetzt habe ich Fundi gesagt. Das sage ich normalerweise gar nicht sowas. Aber so ist es jetzt halt, ne? So, Leute, pass auf. Und dann machen wir nämlich jetzt hier einfach eine kürzere Geschichte drunter. Parenga. Siehst du? Dann machen wir es so. Oder? Jo, das sieht doch auch nett aus.
Schade ist trotzdem. Jetzt pass auf. Dann hat es ja funktioniert. Dann würde ich sagen, wir machen uns drei solche Kuppeln hier noch hin. Und schon liegt das Ganze spacemäßig. Und dann haben wir die zwei Ebenen, die ich hier angeplant habe. Und die werden wir auf jeden Fall oben geschlossen machen. Ganz oben natürlich Penthouse-mäßig mit viel Glas. Hier unten eher so weiß noch nicht. Vielleicht lassen wir es auch als Dachterrasse und bauen nur ein Penthouse oben hin. Können wir auch machen. Ja, aber das ist schon mal cool jetzt, dass das geklappt hat, ne? Was jetzt natürlich geil wäre. Sollen wir das mal kurz probieren? Sollen wir das nochmal kurz probieren, wenn wir jetzt hier eine Tür reinzimmern, Leute? Pass mal auf. Wir zimmern, ich werde es natürlich noch umfärben dann entsprechend. Wir zimmern uns hier eine Tür rein. Fehlende Komponenten, reines Ferrit, alles klar. Aber ich halt, stopp. Ich habe ja was gelernt von euch. Mit X schauen wir hier gemütlich durch. Reines Ferrit müsste irgendwo sein. Schalalala, le. So, die Geschichte passt. Eine Tür hätte ich gerne hier. Eine Tür. Hey, das Bauen hier macht so Laune, Leute. Natürlich, bis ich alles rausgefunden habe, was geht und was nicht geht. So, ich baue eine Tür hin. Und jetzt kommt eigentlich. Aber wahrscheinlich kann ich. Probieren wir erstmal das, was ich eigentlich machen wollte. Pass auf. Wir gehen in einfache Komponenten. Ja. Wir gehen in Rampe. Nee. Warum das nicht snappt, Alterle? Wenn ich hier Rampe hinhaben will, das wäre eine coole Geschichte. Vielleicht kommt aber irgendwann noch eine Strukturrampe. Wir haben irgendwo eine Leiter gehabt. Und die war aber nur für innen, gell? Ja, also ich habe keine Möglichkeit, jetzt hier praktisch so eine Schrägkorridor hinzuzimmern. Das wäre auch noch eine Geschichte, ne? Weißt du, so wie der Korridor, nur schräg runter. Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Jetzt machen wir die Tür wieder weg. Die will ich dann nicht haben, wenn es nicht geht. So, Leute, haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Ich würde sagen, wir zischen nochmal hoch. Weil das funktioniert ganz gut. Ist auch so verschachtelt, das liebe ich. Also im Prinzip ist es ein Hightech-Space-Hexenhäusle gerade. Hier haben wir übrigens jede Menge Glas. Die Fahne haben wir aufgestellt. Also Matt, wenn du nochmal vorbeikommst die Tage und Bock hast, kannst du die Kugel gerne so ein paar Meter nach da hinten verschieben. Weil ich weiß nicht, ob ich hier vorne nur irgendwas bastel. Stören tut sie mich jetzt im Moment aber nicht. Ich habe mich halt saumäßig gefreut, ne? So Leute, wir gehen mal hoch. Gucken wir es uns nochmal von oben an. Weil diese Freifläche, da weißt du nicht, was noch kommt. Vielleicht mache ich auch die Landebahn irgendwann hier fürs Flugzeug in die Richtung raus. Hauptsache ich komme hier in meine Kuppel. Jetzt hätte ich natürlich schon Bock, das gleiche nochmal links und rechts zu bauen. Hier, wir haben praktisch jetzt hier 1, 2, 3, 4. Dann wäre für mich hier eine gute Mitte. Komm, wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Leute, wir haben es denn gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schön hinkriegen. Das ist nämlich das Problem. Genau, ich laufe ganz langsam hintere. Ihr müsst jetzt irgendwann hochsnappen, der Raum. Komm, snap. Ganz gleich mit der Maus. Leicht. Ich baue hier hin. Es sollte normalerweise, wenn ich jetzt das ganze Ding richtig sehe, müsste es aufgehen. So haben wir es nämlich gerade eben gemacht und würde mich wundern, wenn es jetzt. Natürlich bauen wir es aus Glas. So Leute, und jetzt haben wir praktisch gesagt, kommt hier die Kuppel wieder dran. Ja, und unter die Kuppel haben wir gesagt, wollen wir ein Fundament. Fehlende Komponente, reines Ferrit, gar kein Problem. La 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 la, hey, wir hatten noch ein bisschen, oder? Ja, du brauchst halt unheimlich viel Matz. Nee, wir haben kein reines Ferrit mehr. Wir haben kein reines Ferrit mehr, wir haben kein reines Ferrit mehr, so eine Scheiße. Ich hätte jetzt gerne noch das fertig gebastelt. So, kurzer Moment. Ich hau den Raum wieder weg. Genau. Und hier wäre dann normalerweise der nächste Korridor fällig. Und zwar der Glasi-Masi-Korridor. Reines Ferrit 100. Fehlt uns jetzt auch für den Glaskorridor. Bau nicht möglich. Ne, jetzt fehlt Glas. Irgendwas fehlt immer, habe ich das Gefühl. Wir haben wahrscheinlich kein Glas mehr. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich Glas bauen. Und dafür brauchen wir Frostkristalle. Und Leute, wenn wir nichts haben, aber Frostkristalle. Weißt du was? Dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich guck mal, was noch an Material jetzt gleich da ist. Problem ist halt tatsächlich mit den Räumen, und da habt ihr schon recht, wenn ich das jetzt hier abbaue, ich baue jetzt mal nur die vordere Seite ab. Ne, ich baue alles ab. Machen wir es lieber. Pass mal auf. Kann ich? Muss ich da außen rum dann oder was? Ne, jetzt hole ich mir praktisch hier vier Gläser raus. Und dann muss ich halt jedes Mal die Dings wieder aufladen hier unten. Und gerade mit Kohlenstoff. Weiß nicht. Also, ich bin auch der Meinung. Jetzt haben wir fünf Glas, die müssen rein. Jetzt baue ich sie einmal voll ab. Ich bin auch der Meinung, die Biokuppeln sind geiler, wenn die tatsächlich keine Mats brauchen, dass das Zeug wächst, ne?
So, aber jetzt habe ich das hier schon angemacht. Jetzt mache ich es, lasse ich es halt. Wir können ja dann irgendwann hier was Schönes einpflanzen, einfach für die, fürs Aussehen. Und dann machen wir das einfach nie weg. So, Leute. Jetzt haben wir Glas. Ich baue es natürlich gleich. Ich baue es natürlich gleich. Und ihr habt gesagt, mit E kann ich jetzt 5 Glas herstellen. Schön, herrlich. Sowas mag ich unheimlich. Geil, das sieht schon geil aus. Das wird schon richtig gut, meine Lieben. Guck mal, die vielen Pflanzensymbole jetzt an, die es oben auf dem Radar angezeigt hat. Sind alle von unserer Basis hier, ne? Ich bin mal gespannt, wann die ersten... Ich dachte, ich schau mal vorbei. Sehr sedil. Sau gut. So, Leute. Glasmäßig, also die kriegen wir jetzt zumindest die Kuppel hin. Dann jage ich gleich Ferrit durch. Ah. Habe ich euch überhaupt drauf? Wir wollten doch noch die große Dings hinbauen. Die können wir eigentlich auch hier oben hinzimmern. Oder in einen der Räume. Ich brauche dann den Glaskorridor. Das ist er. So, Leute. Und hier kommt natürlich eine Tür rein. Ganz klarer Fall von gelbem Schmackes mal wieder. Nee, das war schon richtig. Du musst hier rein. Hier rüber. Die Tür. Ich werde das natürlich noch anders färben. Das wird hier nicht so rot wie die Basis werden müssen unbedingt. Ne? So, Leute, wir kommen in die zweite Kuppel rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt setzen kann, wenn nichts drunter ist. Auch das interessiert mich jetzt mal noch geschwind. Pass mal auf. Ich wette, es geht. Ich wette, das geht, Leute. Landwirtschaft. Siehst du? Wenn nichts drunter ist, geht's. Vielleicht war es auch nur ein Bug. Ich hau mal noch ein Dings drunter. Ich hau jetzt mal ein Fundament drunter. Vielleicht verhindert aber auch das Fundament, dass da was wachsen kann. Weil das ist ja aus Vollmetall oder was auch immer. Bau nicht möglich. Ich kann jetzt kein Fundament mehr drunter setzen. Wahrscheinlich, weil ich eine Pflanze reingesetzt habe, ne? Aber es funktioniert, dass ich einen Raum drunter setzen kann, Leute. Wahrscheinlich. Das probieren wir mal. Wenn wir wieder Material haben. Ich brauche reines Ferrit. Und für reines Ferrit, dachte ich, setzen wir uns den großen Ding hin. Also hier ist Pflanze, Pflanze, Pflanze. Wir kommen hier runter. Lass uns doch die große Raffinerie hier in die Mitte setzen einfach. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Mitte wäre 3. Pass mal auf, ob ich die Matze überhaupt habe. Ne, die war hier nicht drin, oder? War die hier drin? Die war hier nicht drin. War die hier drin? Doch, hier ist sie. Sag mal, was ist denn eigentlich hier, nicht die große Raffinerie, ist okay. Was ist denn mit der Bergungskapselgeschichte hier, Leute? Natriumnitrat 100 Stück, 2 Mikroprozessoren und chromatisches Metall. Erzähl mir jetzt nicht, dass wir kein chromatisches Metall rumliegen haben. Hier ist chromatisches Metall, 250 Stück. Und Mikroprozessoren. Mikro, die habe ich nämlich erstens mal habe ich welche gekauft und zweitens müssten auch noch welche sein. Ich kann welche herstellen, sehe ich gerade. Ich gucke aber mal durch, aber ich glaube, die sind im Frachter, wenn. Mikroprozessoren, ja, die sind im Frachter, wenn. Ionenakku ist im Frachter. Keine Mikroprozessoren, aber ich kann welche bauen, das ist ja auch nicht verkehrt. Wie viele kann ich denn? Einen. Und ich mache nochmal mit eins. Bau nicht möglich, fehlende Komponente. Was ein Scheiße. Kohlenstoff-Nanorohr. Hatte ich eigentlich auch gedacht, dass wir noch eins haben. Pass mal auf, ich gucke mal eben. Wir machen es so, ich habe doch noch ein Kohlenstoff-Nanorohr gehabt irgendwo. Ich gucke durch, Leute, ich gucke durch. Nee, wenn im Frachter, nee. Was brauchen wir fürs Kohlenstoff-Nanorohr? Kohlenstoff ist klar, Kohlenstoff haben wir auch keinen mehr. Aber wir haben zumindest Bäume hier. Die sind so weit weg. Die gehören eigentlich hier zur halben Basis. Ich gehe das kurz jetzt erledigen, Leute. So. Guck mal, also das finde ich schon cool. Dass man eine Lösung gefunden haben, finde ich gut. Dass ich es nicht integrieren kann auf die Holzpaneele, finde ich doof. So, Lebenserhaltung. Jo, dann machen wir halt morgen nochmal weiter. Machen wir halt eine Doppelrunde, ne? Dass wir an der Base ein bisschen rumbauen. Habe ich momentan sowieso am meisten Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin. Base bauen ist so meins gerade. So, ich brauche Kohlenstoff. Und dann müssen wir auch gar nicht so weit laufen. Den erwische ich von hier, oder? Jo, ich erwische ihn wirklich von hier, Leute. Ist das nicht der Hammer? Wie brauchen wir denn von denen? Das hast du überhitzt. Guck mal kurz rein. 34, ich glaube, du brauchst 50 oder 40 waren es. Schön dranbleiben, Alter. Schön dranbleiben. Bloß kein Meter weiter laufen, als du musst. Ist in Ordnung. Der müsste jetzt aber nochmal durch sein. Das sollte jetzt durch sein. Ist egal, dann lass ihn stehen, dann wird schon die Drohne nicht sauer. Du brauchst ein Kohlenstoff-Nanorohr.
So, und jetzt, Alter, sieht es gut aus. Ich will nur eine andere Farbe für die Kuppeln. Die müssen wir anders färben. Dann docken die hier an. Sind die eigentlich von der Höhe? Es sieht momentan ein bisschen traurig aus, gebe ich zu. Weil da hinten das Ding noch fehlt. Da kommen drei Stück hin, ne? Ich kann natürlich jetzt in den Raum und kann von dem Raum dann innen mit einer Leiter auch hoch, denke ich mal, ne? Das können wir dann alles probieren, wenn wir Bock haben. Pass auf. Alter, das hat nochmal gereicht. Gib Stoff, gib Stoff. Ah, shit. Will ich die Raffinerie oben bauen oder will ich dafür mir einen Raum raussuchen? Weißt du, oben so als Art Freilichtwerkstatt. Wir können ja außenrum den Raum dicht machen. Mit Glas natürlich. Komm her, Leute. Probieren wir noch eben. Ich setze die jetzt außen hin. Hat da noch was gefehlt? Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich bin so vergesslich, das kann ich da gar nicht sagen. Ein Signal müssen wir übrigens auch noch bauen für den Kollege Wissenschaftler. Die Bergungskapsel, ich habe keine Idee. Pass auf, chromatisches Metall hätten wir. Mikroprozessoren muss ich noch einbauen. Den haben wir auch. Und jetzt fehlt uns ja nicht mehr viel. Und dann haben wir tatsächlich die Geschichte erledigt. Natriumnitrat. Und da haben wir aber, glaube ich, noch keins. Das können wir uns aber unten herstellen, denke ich mal. Die Frage ist, heute schaffen wir das nicht mehr. Dann machen wir das morgen fertig, Leute. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, dass ich keinen Scheiß laber. Erkehl. Erkehl wollte ich sagen. Wir könnten dann auch hier ein Portal hinsetzen. Wir könnten die ganzen Dinger hier als Art Werkstatt. Natriumnitrat 100 Stück. Komm her. Ich guck mal kurz, ob wir Natrium noch rumliegen haben, aber das sollte eigentlich drin sein. Ich muss mit X. Natrium. Digga, Natrium müssten wir doch eigentlich noch genug irgendwo haben. Uran, Sauerstoff. Also pass auf. Im Raumschiff ist kein Natrium. Da brauche ich auch gar nicht hinlaufen. Im Frachter ist auch kein Natrium. In den Lagerbehältern dürfte auch kein Natrium sein. Und ich habe hier 231 Stück, 100 brauchen wir. Das könnte reichen. Vielleicht können wir es schon mal anräuchern, Leute. Dann machen wir morgen genau hier weiter. Schauen, dass wir die drei Kuppeln aufgebaut kriegen. Ich gehe natürlich noch ein bisschen Material ranholen, damit es nicht so lang dauert. Jetzt pass auf. Bestimmt haben wir keinen Kohlenstoff. Auch reines Ferrit haben wir hier. Guck dir das mal an. Schön, da können wir wieder weiterbauen, Leute. Jetzt pass auf, ich hau das Natrium hier rein, wenn ich es nochmal wieder finde. Natrium. So. Ja, das reicht. Alles klar, das ist bis morgen durchgelaufen, Leute. Dann werden wir oben diese Holzebene, die ich jetzt praktisch die ganze Zeit mit euch bearbeitet habe. Das reicht nicht, Alter, du probierst jedes Mal. Ich muss da noch mir was einfallen lassen. Da werden wir die ganzen Tools aufsetzen. Vielleicht hauen wir das Portal auch ein zweites oben hin. Muss ich mal schauen. Die Kuppeln da hinten drei Stück schön bepflanzen. Dann mit Frost und was wir so brauchen. Und dann geht's weiter. Solonium müssen wir morgen ernten. Beziehungsweise Solanium heißt es eigentlich richtig. Ich laber. Ich höre jetzt auf zu labern, Leute. Es macht gerade tierisch Laune. Ich freue mich echt auf die Runde morgen. Sonntagsrunde, 18 Uhr bin ich wieder hier. Dann geht's an unserer kleinen Basis weiter. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis dann.